Hugo Lötscher, lesen statt klettern. Haben Sie etwas gegen Berge und deren Besteiger? Also ich habe nichts gegen Berge. Ich habe im Verlauf meines Lebens neben den Alpen auch die Anden kennengelernt, andere Berge, und habe da sehr schöne Eindrücke behalten. Nein, ich habe etwas gegen die Ideologisierung der Berge. Wenn aus den Bergen plötzlich etwas gemacht wird wie die wahre Schweiz und das Wirkliche passiert in den Alpen und dort kommen wir her, da habe ich etwas dagegen. Und wenn jemand aus Sportgeist klettert, bitte. Aber wenn einer ideologisch klettert, da habe ich was gegen das Klettern. Ja. Außergewöhnlich an diesem Titel ist aber doch eigentlich diese harte Alternative, die Sie anbieten. Das heißt, Hugo Lötscher kennt man sonst eher als jemand, der nicht zwingend permanent das Entweder-Oder herausfordert, sondern eben damit leben kann, dass es das eine und das andere gibt. Warum in dieser jetzt eigentlich programmatisch harten Art, in diesem Titel? Ist das der Zeitpunkt, hier mal Remedur zu schaffen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das gar nicht in dem Sinn überlegt oder so, sondern ich fand einfach so als, ich fand es recht plakativ für einen Titel, wobei immer Titel bei Büchern ein Problem sind. Also als Autor, nicht nur schon bei Romanen, hat man dann immer mit Verleger und Lektoren so ein Thema, ein Problem. Das war aber Ihr Titel? Das war mein Titel, ja. Und von Anfang an ging der also durch. Ja, doch eigentlich ein bisschen programmatisch, plakativ, ja. Ja. Sie gehen ja im Anfang dann von zwei wichtigen Persönlichkeiten aus der literarischen Schweiz. Die eine für mich offen gestanden unbekannt, Thomas Platter, einem Geißbub aus dem Wallis, den Sie eigentlich ins Feld führen gegen den Aristokraten Albrecht von Haller, der die Alpen, das Gedicht Die Alpen geschrieben hat. Warum diese krasse Umformulierung der Urthese schweizerischer Literatur? Genau aus dem Grund, damit man endlich mal unsere Realität, auch die kulturelle Realität, anders sieht. Also insofern ist es ein plebejischer Zug, dass ich einen Geißbuben nehme, aber es ist ja ein Geißbub, der sagt, ich will in die Schule, der in das Zürich der Reformation, dann nach Basel in den Humanismus kommt, der ein großer Wissenschaftler wird, mit seinen Söhnen zusammen sogar, fast ein Jahrhundert prägt. Also dieser Gang in die Kultur ist mir sehr wichtig. Denn wenn ich jetzt Haller vergleiche, das ist der Aristokrat der Städte, der in die Berge geht und bei der ersten Ausgabe seiner Gedichte, Versuch schweizerischer Gedichte, sehr ein wichtiger programmatischer Titel, da sind noch diese Senninnen und Sennen ohne Fehl und Tadel, sie sündigen auch nicht. In der zweiten Auflage waren ein bisschen großzügig, sie durften auch ein bisschen sündigen und Moden mitmachen. Aber damit ist schon etwas gegeben, eine Idealisierung und dem entgegen 200 Jahre früher bereits ein Buch, eine Autobiografie, abgesehen davon, dass die Autobiografie auch ein sehr schweizerisches Genre ist in der Literatur. Darauf kommen wir gerne zurück. Ja. Ein bisschen könnte man jetzt beckmesserisch da aussetzen, dass ja in gewisser Weise diese 200 Jahre vorher auch historisch eine ganz andere Situation beschreiben. Also es waren ja 12. bis 13. Jahrhundert, da waren die ersten großen mittelalterlichen Städte entstanden. Und da gab es diese Diktion, Stadtluft macht frei. Also langsam kam in Richtung des 15., 16. Jahrhunderts diese Bewegung auf in den Tälern, mal runter in die Ausbildung, hinunter in die Städte. Hingegen Haller kam ja irgendwie im 18. schon wieder fast zurück und konnte daraus aus einer aristokratischen Sicht dann die Berge wieder neu bewundern. Also es ist ein bisschen eine andere Zeit, oder? Ja, sicher. Es gibt einen anderen Aufsatz, der ist Salomon Gessner, der die Idyllen schrieb. Mhm. Aber wenn man dort das Vorwort liest, ist interessant, er sagt, ich kann gar nicht über die Bauern von heute, das heißt über die Bauern von damals, schreiben. Die sind ungebildet und primitiv, ich muss stilisieren. Mhm. Und jetzt mache ich einen Sprung in unsere Zeit. Also die weiß Gott nun, also zwei Drittel der Schweizer leben in städtischen Verhältnissen, der Agglomeration, also der Stadt und Land ist hinfällig. Und wenn wir nach Frankfurt an die Buchmesse gehen, was haben wir für einen Slogan? Enges Tal und hoher Himmel, wir sind nicht in einem engen Tal. Das meine ich mit. Das ist Idealisierung, Ideologisierung. Und gegen die habe ich mich gewehrt. Im Namen der Städte, denn zur schweizerischen Kulturgeschichte und zum schweizerischen Kulturbewusstsein gehört das Urbane, die Stadt. Wenn man Ihren Ansatz literarisch kennt, muss man ja auch davon ausgehen, das Entscheidende, Sie beschreiben es an Platter, ist das Gehen. Eigentlich die dialektische dritte Dimension. Da gibt es die Berge, da gibt es die Stadt, das Alpine, das Urbane. Dass der Mensch unterwegs ist,
in seinem Bewusstsein permanent einen Weg geht, auch literarisch, sich seiner eigenen Situation vergewissert, die hinterfragt, das ist ja eigentlich das Anliegen, was Sie vor allem mit diesen Figuren einführen, wenn ich es richtig verstehe. Ja, und das könnte man an anderen Figuren illustrieren, auf die verschiedenste Art und Weise. Auch Haller zum Beispiel hat Karriere in Deutschland gemacht, eine sehr hohe Karriere, wollte aber zurück, wollte unbedingt in Bern Karriere machen dann und ist dort auch gestorben. Dieses Weggehen hat seine wissenschaftliche Arbeit nicht weiter tangiert, aber es ist im Buch drin auch ein Mann wie Zimmermann, also aus dem gleichen Jahrhundert, der weggeht, der sagt, ich halte das da nicht aus, ich muss rausgehen. Und über den Nationalstolz schreibt und über die Einsamkeit und der also eigentlich, wenn man seine Sachen liest, das Leiden an den engen Verhältnissen, sagen wir mal, an den Kompromissbereitschaft, an dem Nichtwillen zu etwas Außerordentlichen, sich liest wie ein heutiger Autor. Das war für mich das Interessante, dieser Rückblick, der irgendwo zur Aktualität führt. Ja, und eigentlich ist es ja eine Überlebensfrage, nicht nur für Intellektuelle, für Leute, die sich bilden möchten, sondern war ja auch in der Zeit eine Überlebensfrage für sehr viele Menschen. Sie mussten weg aus den Tälern, sie mussten emigrieren bis weit hinauf nach Petersburg, sie waren als Stuckateure unterwegs. Also es ist ja auch ein falsches Geschichtsbild, wenn man die Alpen derart mystifizieren würde, im Sinne eines alpinen Fundus für alles Denken in diesem Land. Doch eben, also das ist, also die Falllinie ist die, weg, also aus einem Klischeevorstellung von der Schweiz zu einem Kulturbewusstsein und zu einem Bekenntnis zu unserer Kultur. Das ist nämlich auch interessant, wenn ich an Haller denke, den wir erwähnt haben. Der schreibt Gedichte, damit sind das die ersten versuchsschweizerische Gedichte, der erste Beitrag zur deutschsprachigen Literatur von deutschen Klassikern bewundert. Und am Ende seines Lebens verwirft er die Gedichte als Jugendsünde und schreibt hochpädagogische Romane. Es kommt noch ein Weggehen, und das ist eine andere Falllinie drin, diese Auseinandersetzung zwischen einem ästhetischen, kulturellen Bewusstsein, zwischen einem Kunstverständnis, einem Kunstwillen und dann die Distanzierung dazu zugunsten etwas, sagen wir, pädagogischen, staatsbürgerlichen. Das zeigen Sie ja dann an anderen Autoren, darauf kommen wir vielleicht jetzt. Das Tolle an diesem Buch ist, es ist ein gigantisches Panoptikum an Porträts einerseits, an Analysen. Und damit geht eine weite Welt auch der Selbsterkundung auf. Man spürt immer, dass sie sich die Position unserer Generation, ihrer Generation mitreflektieren. Kommen wir zum Beispiel auf Gottfried Keller. Gottfried Keller führen Sie ein als den Dichter, den wir kennen, und zeigen dann aber schnell auch die Brüche. Also er ist nicht der bürgerlich, gutbürgerliche Dichter, als den er oft einvernahmt wurde. Er ist auch einer, der dauernd das Problem hat, Poesie, Politik. Er kann sich irgendwo nicht entscheiden. Ja, das ist das eine Mal, was die Figur selber betrifft. Und wichtig ist für mich aber auch dieser Rückblick auf unsere Vergangenheit, also jetzt in dem Fall auf die literarische Vergangenheit, auf unsere kulturelle Vergangenheit. Es ist einfach so, wenn man sich mit der auseinandersetzt, ist es nicht so, dass ich von dort aus die Maßstäbe erzielen möchte oder erhalten möchte, sondern wenn ich mich mit dieser Vergangenheit, mit dieser kulturellen Vergangenheit auseinandersetze, habe ich ein anderes Verständnis für die momentane Situation. Vieles ist dort schon angelegt, was hier nochmals aufgegriffen wird. Denn das Thema ist nach wie vor sehr aktuell zwischen diesem Kunstverständnis und diesem Engagement. Und das führen Sie übrigens auch sehr schön ein. Also Sie zeigen, wie ja Keller einerseits diese ganze Geschichte rund um Selvila, eine interessanterweise fiktive Stadt, die nicht wie die meisten schönen Städte, die er sonst kennt, an irgendeinem See liegt, sondern im Niemandsland. Und dann andererseits seine Kritik auch schon praktisch an der Verwirtschaftlichung der Welt, also fast schon eine Globalisierungskritik. Also es ist schon beides enthalten. Und die Angst auch, schildert er, vor den fremden Fetzeln. Das ist das und gleichzeitig das Suchen nach der Freiheit der Kunst, wenn er nämlich seine Stellung als Staatsbeamter aufgibt, sagt er, ich kehre zurück in die Freiheit der Poesie. Ein Satz, den man sonst nicht zitiert, aber der gehört ebenfalls zu ihm. Und dann wird er etwas, dann schreibt er ein Sinngedicht und ist, was ich eben an ihm bewundere, ein Autor, der eine Prosa schreibt, die geradezu von erotischer Subtilität ist, was man sonst nicht unbedingt bei ihm vermuten würde oder überhaupt in der Schweizer Literatur vergebens sucht. Aber der Mann, der die Kleinstadt hervorragend darstellt. Und wenn man liest, was er über die Großstädte damals sagt, also wie Paris, Zola, also die eben die Großstadt zum europäischen Thema machten, dann sieht man, wie schweizerisch dieser Entscheid ist für Selbwiler.
Das ist sicher so. Interessant ist auch, wenn er von der bürgerlichen Seite eigentlich ein Stück weit einvernannt wurde lange, dass er seine Sympathien bei den Handwerkern hat und bei den kleinen Gewerbetreibenden. Auch eine überraschende Erkenntnis, wenn man das genauer liest. Ja, und ich muss sagen, also lebendig ist nicht eigentlich, also für mich ist nicht so sehr die Bourgeoisie, wie sie in Martin Salander dargestellt wird, also die Vertreter der Bourgeoisie, sondern das sind die Handwerker, also die Leute von Saint-Vila, die er dort hat und die er dort darstellt. Und die, dort, finde ich, auch gelingen seine ganz großen Beiträge zur deutschsprachigen Literatur. Und Sie würden sagen, letztlich hat sich für ihn das Dilemma wahre Literatur oder schöne Literatur zugunsten des Schönen mehrheitlich gelöst, oder war er primär ein Engagierter, der das Wahre im Auge hatte? Ich würde eben beides, zulassen. Zulassen, denn wenn ich an einen Vers von ihm denke, nicht gut, und wir denken sofort, also an patriotische Dinge werden sofort zitiert, das Schweizer Degen, ein heißes Haus im Schweizer Degen, so. Aber es gibt ganz andere Verse, nicht? Doch seitdem eine Rose zu denken vermag, ist noch kein Gärtner gestorben. Ein großartiger Vers in der deutschsprachigen Literatur der Schweiz. Dafür möchte ich ihn eben auch erwähnt wissen. Mhm. Nicht nur, was blühen muss im Heimatland, nicht, beginnt nicht nur im das Haushalt. Jawohl, ja. Ein anderer großer Dichter, der auch sehr interessant vereinnahmt wurde oft und vor allem natürlich von den Menschen, die die Schweiz als diese unbeschadete, tolle, in sich ruhende Landschaft und alpine Gegend sahen, Jeremias Gotthelf. Wenn man ihren Text liest, gehen einem da doch einige Lichter auch auf, wo man sieht, wie gebrochen diese ganze Figur dann letztlich war, die permanent sich pädagogisch engagiert hat, eigentlich die Pädagogik zur Bewegung, zum Movens der Literatur machte und dauernd kämpfte mit diesen Rollen, auch ein Revoluzzer war und so auch bezichtigt wurde. Ja, also, wobei ich muss sagen, da bin ich jetzt, kann ich nicht sagen, wenn ich also an, zum Beispiel an Peter von Matt denke oder so, hat in seinen Aufsätzen über, auch über Gotthelf auch einen Gotthelf gezeigt, der nicht in dieses übliche Gotthelf, ich sag mal, Anker-Gotthelf hineinpasst, keineswegs. Mhm. Denn es ist überhaupt so, dass also der Heimatroman, ich gehe jetzt also über Gotthelf hinaus, also der Regionalroman, der war nicht immer sehr idyllisch und schön, sondern das war sehr viel mit Tragik und der Berg kommt und Lawinen und so fort. Mhm. Aber bei Gotthelf ist es eben interessant und das ist der Konflikt, den ich dort so spannend finde. Ein genialer Erzähler, der, wenn er erzählt, einfach große Prosa schreibt. Und dann kommt der Prediger, der Pädagoge. Und dann überschlage ich die 3-4 Seiten und fahre weiter bei ihm als Erzähler. Aber das ist, Gotthelf, ich könnte das bei Brecht, mit Brecht illustrieren, also um einen Sprung zu machen, der auch dort, wo er ganz ideologisch, programmatisch ist, sehr rasch langweilig wird. Und dann findet er eine Frau wie die Mutter Courage, und das ist eine großartige Figur. Und dann ärgert er sich, wenn wir alle die große Mutter bewundern, weil das nicht in seinem Sinn ist. Sie musste eine Geschäftsfrau muss das sein, wie es dann seine Frau, also die von Brecht gespielt hat. Genau das Gleiche. Die Figuren überholen und überrunden die Autoren. Und das ist ein wunderschöner Prozess. Das ist ein Triumph der Kultur und des Erzählens. Und war bei Gotthelf auch der narrative Gotthelf ist besser als der auf der Kanzel. Der pädagogische, ja. Wo könnte die idealisierende alpine Exotik herkommen? Sie beschreiben spannend ja auch die Tatsache, dass man Mühe hatte, teilweise seine Schriften für Deutschland zu präparieren, darum teilweise Helvetismen rausnahm und möglicherweise damit auch eine gewisse Sperrigkeit diesen Geschichten weggenommen hat. Es könnte sein, dass man damit vielleicht das ganze Leben in der Schweiz ein bisschen idealisiert hat, weil gerade seine Bauerndeutschen oder Dialekt- und Mundartbegriffe prägen ja diese Härte auch der Analyse dieser Bauernwelt im Bauernspiegel. Wissen Sie, darum sind die Originalfassungen sind interessant, weil er dort noch die Dialogszenen mundartlich schildert. Das musste er korrigieren. Und darum sind in den deutschen Fassungen die Romane zum Teil gerade in diesen Sprachpassagen ein bisschen sperrig und nicht mehr so vital. Aber das ist ein nicht die Frage, natürlich das man hat natürlich. Es ist von der Schweiz aus ging die Devise von Retour à la Nature. Das war die Zeit von Rousseau natürlich. Und dann hat man natürlich, und wer bot Natur,
Und dann schaute man sich da um. Und das war aber bereits schon eine Idealisierung. Und die auch kulturgeschichtlich, wenn die Römer von Arkadien schwärmten, also dem einfachen Leben in Arkadien, dann waren das Großstädte, die nie dort waren. Ja, ja. Die haben das gefeiert, die ließen sich den Schnee aus dem Apennin kommen, damit sie also ein bisschen gekühlte Getränke hatten. Und die, die in Arkadien lebten, die wollten auswandern, weil das Leben so hart war. Also das geht sehr durch das einfache Leben, dort, wo die Natur noch alles intakt ist. Und da war die Schweiz ein Bild dafür. Und das suchte man dann auch auf in dem Sinne. Wobei es, aber Gotthelf war ja ausgesprochen ein Mensch. Sie beschreiben auch, dass er die ersten greifbaren Frauenfiguren eigentlich eingeführt hat. Ja. Eine spannende Geschichte. Auch seine ein Stück weit Konversion, er war ein Revoluzzer in der ersten Revolution 1831 und hat dann eigentlich die zweite Revolution abgelehnt, die weiteren Schritte der Demokratisierung. Ist er dann ein bisschen ein Konservativer geworden? Aber auf sehr komplizierte Art und Weise. Also, sag mal, er war zum Beispiel für die Schulpflicht, das war immerhin also progressiv, aber schon für die Sekundarschule war er nicht mehr so sehr, weil er das gesagt hat, da werden sie zu kritisch für seine religiösen Belange. Also er war in einem Konflikt drin, an sich zu demokratisieren, auch bis die sozialen Verhältnisse, ganz klar. Aber dann wollte er doch also eigentlich sein christliches Weltbild retten und davor hatte er Angst, dass mit dem Liberalismus natürlich hier Fragezeichen gesetzt werden, die er nicht unbedingt haben wollte und schon gar nicht in der Schule. Und ich meine, heute muss man sagen, die Rezeption und die Wirkungsgeschichte von Gotthelf lebt sehr stark von den Hörspielen, die ich als Kind gehört habe, und dann von den Filmen. Also das heißt, das müsste man mal genauer anschauen, wie hart sind hier die Realitäten geschildert, passierten da möglicherweise gewisse Verharmlosungen auch dieser elbischen, bayerischen Welt? Bei den Filmen eher weniger. Ja, würde ich nicht mal sagen, aber es gibt künstlerisch eine Überlegung, auf die man gewöhnlich nicht kommt. Die sind alle in Mundart. Und man hat eigentlich, oder sehr vieles ist in Mundart, und man hat ihm eigentlich die Sprache genommen, indem man ihn popularisierte, nicht so. Das ist für mich ein Problem. Das ist ein spannender Man hat den Künstler geopfert für die Popularität. Und damit sind wir wieder in einem spezifisch schweizerischen Thematik drin, die mich im Großen und Ganzen und nicht nur bei Gotthelf interessiert. Kommen wir auf zwei ganz große Figuren in einer kurzen Gesprächssituation von Roman Buchel in der NZZ, haben mit ihm ein Interview gemacht, schildert er mit Recht, dass der immune Lötscher bei zwei Texten sehr emotional ist letztlich. Und das ist in der Schilderung des größten Textes übrigens im Buch zu Dürrenmatt, Friedrich Dürrenmatt, und andererseits in einer abgekühlten Weise, aber auch radikal, in einem Text zu Max Frisch. Wir kommen nicht darum herum, wenn man über die literarische Schweiz redet und alle sagen, das ist jetzt ein Kapitel, das beendet ist, es muss weitergehen. Die Lücke wird immer noch diskutiert. Warum so große Emotionen bei Dürrenmatt? Also das hat verschiedene Gründe, also primär mal biografische. Wie er aus Deutschland per Theater in die Schweiz zurückkam, also von dem München Theater in das Zürcher Schauspielhaus, da lernte ich ihn persönlich kennen und ich schrieb dann für sehr viele Uraufführungen der Kommentar in Programmheft. Das waren aber nicht Aufsätze, die ich verfasste, sondern im Gespräch mit ihm. Und da lernte man sich kennen und das war eigentlich ganz spannend. Wie kam er damals auf Sie? Also Sie waren ein ganz junger Journalist damals. Ich hatte vorher fürs Programmheft zwei, dreimal Aufsätze über englische Autoren, also über Theaterautoren. Und da sagte man, könnten Sie nicht über die Ehe des Herrn Mississippi? Und da sagte ich, ja natürlich, da war ich natürlich ganz stolz und gerührt. Und damit fing das an. Und da hatte er auch noch damit zu tun, dass man sich persönlich kennenlernte. Ich hatte seine erste Frau, mochte ich sehr, sehr, die ihn in den schwierigen Zeiten, Lotti begleitet hat, bis also dann zu den weniger schwierigen Zeiten. Und das war eine sehr gute Zeit, auch mit Zürich. Wir hatten dort den gleichen Verleger, die waren im Arche Verlag. Das war noch mit ein Grund, dass man sich sah. Und er war wegen des Theaters sehr viel in Zürich. Also das war noch Kronenhalle, das war also das Darauf Podium wollte ich damals. Kurz kommen. Ja, das ist wir reden ja auch darüber, das Urbane, das Globale, das Lokale. Wenn man
insbesondere bei Ihnen nachliest, diese ganze Geschichte mit der Rampe, Rémy Rampe, wie heißt es genau? Saint-Rémy-la-Rampe, eine Begriffsverulkung der ganzen Region rund um das Odeon, die Kronenhalle, das Schauspielhaus, die Mittelschulen, Kantonsschulen, die Universität, also die Oper, das Café Select. Das war eine offenbar intakte literarische Welt. Und in dieser Welt bewegten Sie sich während vieler Jahre mit Dürrenmatt. Es gibt tolle Geschichten, wie Sie, wenn die Wirtshäuser puritanischerweise um 12 in Zürich zu waren, dann im Sechseläuten noch mit Friedrich Dürrenmatt am Bier saßen. Ist das eine verlorene Welt oder gibt es diese Welt für Sie noch? Was war das für eine Welt? Ich glaube, das muss man also fast ein bisschen historisch sehen. Nicht? Das waren ja die 60er Jahre, nicht? Und Zürich, als ich Student war, also in den Ende der 40er, 50er Jahre, da war das ja noch eine sehr dörfliche Stadt und so und bewegte sich in Richtung Großstädtischem. Ich meine, ich habe mich immer lustig gemacht, wir wussten dann damals, dass Großstädte auch so etwas wie Laster haben, aber wir wussten nicht, was Laster ist und wir gaben uns mit jugendlicher Bereitschaft also in die Laster, in die Richtung. Auf die Welt. Gut, das war, Zürich macht eben einen Wandel mit in Richtung, ich sage jetzt Großstädtisches, um nicht Großstadt sagen zu müssen und dazu gehörte auch ein kultureller Aufbruch und dazu, dem kulturellen Aufbruch, gehörte das Schauspielhaus. Das war die Bühne, die während des Krieges eine wichtige antifaschistische Ort war und die aber auch in diesen 50er und 60er Jahren die Uraufführung von dieser Bedeutung noch zehrte. Und das war da und das hat sich damals alles so konzentriert um dieses Bellevue herum und um die Rehmenstraße herum, sich dann ein bisschen hat sich verändert. Das war. Und Sie sagen ja mit Recht, die Kronenhalle, die war damals offenbar noch nicht so schnieg. Nein, Es gibt heute noch den Ballerinsalat als einzige Reminiszenz an gewisse Essmöglichkeiten, auch für ärmere oder weniger begüterte Menschen. Das war der Wurstsalat. Anfänge, nicht? So was anderes. Gut, das muss man so sehen. Aber mit Dürrenmatt kam noch etwas anderes hinzu. Er war dann, wie er von Zürich wegging, wie er dann nach Basel ans Theater ging, war er nicht mehr so viel da. Ich war viel auf Reisen, vor allem in Südamerika und in Südostasien unterwegs, man sah sich nicht so viel. Und dann gab es einen neuen Einsatz mit seinem 60. Geburtstag, wie ich die Rede hielt. Man kann sich das gar nicht vorstellen, der war damals praktisch isoliert. Also er hatte einen Weltruhm, aber alle hatten das Gefühl, der ist also irgendein Alter. Der Alte vom Berg. Vom Berg, der ist so weit weg und allem. Und da hatte ich eine Rede und sagte, also Moment, der schreibt an den Stoffen, das ist ein Dramaturg, da ist was zu erwarten und auch Intellektuelle, das war neu. Und da gab es eine Art von Annäherung und ich kann sagen, dass eigentlich wirklich die zur Freundschaft wurde, wie die noch unterstützt wurde durch das Faktum, dass wir wieder einen gemeinsamen Verleger hatten, nämlich jetzt den Hat er das gewisserweise dann auch mit befördert? Oder er hat mich sogar dort mitgenommen, fast mitgenommen. In der Arche mitgenommen. Mitgenommen, so, das war sehr. Sie schildern eine schwierige Situation, faszinierend, aber auch schwierige bei Dürrenmatt. Offenbar, ich habe ihn nur einmal kurz kennengelernt persönlich, diese dämonische Gemütlichkeit. Sie schildern, wie er sich ab und zu gemeldet hat telefonisch und dann irgend zu einem Stichwort einfach etwas hören wollte und das ganz schnell aufgesaugt hat, dass sehr oft Geschichten, die Sie ihm geschildert haben, dann fast anderen Tags in seinen Manuskripten aufgetaucht sind oder in seiner Erzählung. Er war ein Mensch, der alles aufgesaugt hat. Er war ein Berserker. Der Wahrnehmung. Darum habe ich auch immer behauptet, dass eine seiner wichtigsten autobiografischen Schriften ist ein Buch oder ein Werk, das mit ihm gar nichts zu tun hat, nämlich der Midas, nämlich der König, der alles, was er anfasst, zu Gold verwandelt. Was er in die Hände nahm, was er sah, wurde dürrenmattisch. Mhm. Und das war auch, als er starb, habe ich an all die Themen gedacht, die nun nicht mehr dürrenmattisch werden, weil er sie nicht mehr anfasst. Und somit also weinten sehr viele Möglichkeiten bei diesem Tod mit. Der Tod, das ist ein ganz spezielles Kapitel. Sie beginnen Ihr Kapitel im Buch mit dem Tod. Und da schmerzt einem, wenn man liest, Sie hatten eigentlich den Eindruck, der Dürrenmatt, der einem jetzt durch den Tod genommen wird, wird einem nochmal genommen durch die Witwe, Frau Kerr. War das eine Zäsur im Kontakt zu Dürrenmatt für Freunde,
Ja, eindeutig, also ganz klar. Weil das ist eine Spitze in Ihrem Text. Das ist auch der Grund, warum es war. Es wurde einfach schwieriger mit ihm, weil man unentwegt, also damals nicht mit der Witwe, sondern mit der Frau Kehr zu tun hatte gleichsam. Aber, also ganz, man kam trotzdem noch mit ihm zusammen und so. Nur, ich habe ja diese, es gibt ja dieses schweizerische Wort Abdankung, das finde ich ein geniales Wort, das ist ja, die Deutschen, in Deutschland, da können nur Minister und Könige abdanken, in der Schweiz danken wir alle ab, wir sind eben demokratisch. Also dieses Wort Abdankung wollte ich fast eine Art wie eine Dürrenmatsche. Das ist ja wunderbar, diese Passage ist eine Fortsetzung von der Besuch der alten Dame, in genau, gewisser Weise. Genau so, das eine Groteske, ja, wo ja. Jeder eine Rose in die Hand kriegt und dann wird klar entschieden, welcher Teil wird wann gefeiert, wann kommt die Familie dazu. Also ein wunderbares, groteskes, dürrenmatsches das Stück. Das konnte eigentlich. Ich mir nicht entgehen lassen. Das war ein Hommage après coup, das heißt nach dem Leben, und wollte ich ihm präsentieren. Das habe ich auch sofort nach dem Tod geschrieben und auf die Seite gelegt und erst jetzt, also für das Buch dann hervorgeholt, noch mal ein bisschen geschaut, ob auch alles, es musste ja alles stimmen, es waren ja ein paar Leute dabei, also ich konnte nicht grotesk im Stil von Dürrenmatt drauf losdichten. Es musste auch stimmen. Ja. Kommen wir noch kurz zu der Frage, die uns in dieser Diskussion begleitet. Heimat, Lokales, die Welt. In gewisser Weise gab es keinen, der so Welt Haft dachte. Er war ein großer Weltdramaturg, er war eigentlich ein Demiurg in seiner Art. Gleichzeitig war er der Bub vom Emmental geblieben. Also dieses dämonisch-gemütliche, diese Art von auch Gradlinigkeit, wenn er so Sprüche von sich gab, da war er ja wirklich ein richtiger Schweizer bei aller Kritik. Er hat auch klar gemacht, dass das Land ihm nicht primär Probleme bereitet, sondern dass er Probleme hat, wenn es um konkrete Situationen ging. Sagen wir mal zum Beispiel Militärdienst und Militärdienstverweigerer. Hat er mit seinem Sohn erlebt, was das bedeutete, diese Kriminalisierung. Er hat berühmte Rede gehalten, also wir sitzen in einem Gefängnis oder so, wo ich ein bisschen mit ihm dann diskutiert habe. Zu Havel. Am GDI war das, Gottlieb-Duttweiler-Institut. Und er hat in der Hinsicht eben nicht, er hat seine Probleme grundsätzlicher angelegt, nicht? Also wenn ich zum Beispiel denke an den Mitmacher, die Rolle des intellektuellen Gesellschaft, dann ist das nicht der schweizerische Intellektuelle. Der ist mitgemeint und ist drin, aber es geht viel weiter, wenn er über die Friedensproblematik spricht. Also er spricht von einem Mitmacherkomplex. Ja. Die Schweizer sind immer irgendwie verstrickt. Es ist ein unglaubliches System von wir sind mit Zusammengehörigkeit, Beteiligung. Aber es deckt sich nicht einfach nur mit unserer Situation, sondern es geht immer darüber hinaus. Und dann kam bei ihm etwas, muss ich sagen, das war so, ja, der Kosmos, also er ging nicht, er hat ja sein Pfarrerssohn, nicht, und also musste gegen den Vater rebellieren und damit also ist er nicht mehr Pastor und nicht mehr fromm und hat dann auch immer, wie man erzählt, er sei Agnostiker, also er glaube nicht dran, und das ist es so, wenn die Leute das immer so erzählen, dann hängt irgendwo nur hängt das zusammen so, und ich musste über sein Fernrohr, das er in seinem Arbeitszimmer hatte, lachen, wenn er in den Himmel schaute. Ich hatte immer das Gefühl, nachdem er nicht mehr an den Himmel glaubte, erkundigte er den Himmel per Fernrohr, muss noch etwas wissen, und das ging in die Wissenschaft, die Philosophie. Das Wie hat er sich da informiert? Hat man sich vorzustellen, dass er Freunde eingeladen hat, dass er Wissenschaftler zu spezifischen Fragen zu sich holte und sie dann angehört hat, weil in den Stoffen dieses Wissen ist ja unglaublich, man kann sich gar nicht vorstellen, dass ein Mensch sich eine so breite wissenschaftliche Kenntnis aneignen kann. Sein Freundeskreis, also ich hatte das Glück, dass ich mich dazu zählen durfte in diesen letzten 10 Jahren. Das und so. Aber der war nicht von Schriftstellern oder von Literaten bestimmt. Also, die waren schon da, das war, vor allem Übersetzer kamen. So. Sondern es waren Wissenschaftler, es waren Philosophen, natürlich Leute vom Theater und also Schauspieler, Regisseur, aber das hatte professionelle Motivation, war das. Aber wo er die Wahl traf, das waren Physiker, das waren Wissenschaftler, Philosophen, das hat ihn ungeheuer interessiert. Und das obwohl er ja eigentlich einen gewissen Dünkel gegenüber den Abgeschlossenen, den Akademikern mit Abschluss hatte. Ja, natürlich, das waren dann so diese Germanisten. Germanisten hat sich an ihnen gereicht, indem er einfach in jedem Stück so viele Versionen hinterlassen hat, dass man also ganze germanische Seminarien damit abfüttern kann und so. Das war, aber ihn hat einfach das war dieses Philosophische, das und ich sage es, das philosophisch-religiöse, nicht im Sinn von Konfession,
sondern von Fragestellungen, nicht über Sinn des Lebens und so. Das waren auch die Gespräche mit ihm, die faszinierend waren. Und ich erinnere mich an das letzte Gespräch mit ihm, wo wir genau auf diese Thematik kamen. Ich kam von, er war von Kierkegaard, er kam mit seiner Ironie, ich kam von der französischen Philosophie, von Sartre oder so. Und da ging es um die Sinnfrage. Und da gab es einen interessanten Disput. Er hatte dann von sinnlos gesprochen und ich redete von sinnfrei. Das war für mich eine Nuance, aber es war doch das, wir müssen irgendwie den Sinn suchen. Und damit, wenn man den Sinn fürs Leben sucht, auch für seine Gesellschaft sucht und das bestimmt, hat man das Risiko, dass man die Verantwortung dafür mit übernimmt. Und deswegen ist Freiheit gar nicht so bequem, wie all die Leute meinen, die nach ihr rufen. Das ist bestimmt ein weises Wort. Und ja. Kommen wir zum anderen großen Antipoden, eigentlich zu Max Frisch. Sie schreiben im Buch Dürrenmatt hielt Hof. Ja. Max Frisch wollte jünger. Ja. Das spricht ja schon eine ganz andere Mentalität an. Also Frisch war ein strengerer Geist, er war ein ideologischer Geist. Und vermutlich ist das das Böseste, ich würde mal sagen, das Kapitel, wo Sie sich am weitesten hinauslehnen, mit einer relativ massiven Kritik an den frühen Schriften von Frisch, wo Sie eigentlich nachweisen, dass er gewisse Bereiche seines Denkens wie später ausgeklammert hat. Also Sie ordnen ihn eher tendenziell gutbürgerlich rechts an in seinen Urschriften. Und wo passierte dann diese Zäsur? Wo hat er diese Wende vollzogen? Und war das auch ein Bruch für Sie dann? Weil früher waren Sie ja wohl irgendwo mentalitätsmäßig viel näher als später. Es hat ja einen Titel, dass dieser Aufsatz über Frisches erschwerte Verehrung. Also, und zwar beide Worte sind wichtig. Also das erschwerte und die Verehrung beides. Ja. Und deswegen hört es auch auf mit der Bewunderung für sein für ein Werk von ihm, also mit dem Schriftsteller. Interessant ist für mich das, dass eigentlich der Intellektualität nach war ich gar nicht so weit weg von Frisch in seiner Fragestellungen oder so. Also da wäre man eigentlich viel... Auch die kritisch-gesellschaftskritische Position, ne? Dann, Funktion des Intellektuellen. Ich kam ja nicht von meiner professionellen Formation her, habe ich ja Soziologie, politische Philosophie studiert. Also ich kam eigentlich von der gesellschaftlichen Thematik her und damit auch von der Kritik her, auch im Journalismus und so. Also da wäre es das gewesen. Aber es gab immer wieder Momente, wo ich einfach wieder stolperte, also eine Bewunderung für gewisse Sachen von ihm. Er war sehr wichtig für meine Generation, für den Aufbruch, also für den Ausbruch aus diesem Helvetischen in eine allgemeinere Verpflichtung, die nicht wegging von der Schweiz, aber die sie in einen größeren Verpflichtungsrahmen stellte. Und das war mit seinen Stücken wie Nun singen Sie wieder, plötzlich war das nicht mehr Santa Cruz, romantisches Zeug, sondern plötzlich waren Geißel ein Thema auf der Bühne. Nicht? Dann kam natürlich das Tagebuch und das war ganz entscheidend. Also das erste Tagebuch von ihm. Und das hat schon geprägt und auch die Prosa. Aber es ist interessant bei der Prosa, ich erinnere mich an den Literaturclub, also da waren die sehr hart mit ihm, also mit einem Roman wie Homo Faber, also so hart war ich, also dann nicht mal so. Dort hat dann kein Mensch geschrien, also was fällt denen bösen Literaturkritikern ein? Aber wie war das menschlich zwischen Ihnen? Gab es denn eine bestimmte Begebenheit, wo Sie sich ein Stück weit vielleicht zerstritten hätten, einen Kasus oder? Zerstritten ist nicht so, sondern ich glaube, es war eine Art Skepsis. Also was ich im Buch schreibe als Skepsis, dieser Vorwurf, dass ich hätte von Frisch gern etwas gehabt, wenn er zum Thema gemacht hätte, diese 30er Jahre, wie wir dort dachten, auch vaterländisch dachten, was ich legitim finde, wie er sehr kritisch war mit dem jüdischen Schauspiel und wie er dann zu seiner Stellung kam. Dieser Prozess, hätte mich sehr interessiert und der hätte uns sehr viel geben können. Also was Sie eigentlich einleitend gesagt haben, das Zurückgehen, nicht um das Damalige irgendwie zu verherrlichen oder anders zu sehen. Sondern die heutige Sicht der Dinge aus der Vergangenheit anders sehen zu können. Es gibt bei ihm den Begriff des Segens der Gefährdung, das formuliert er gegenüber dem Drama des Zweiten Weltkriegs. Ja. Also eigentlich eine analoge Argumentation der ganzen Kriegsgeneration. Und da, denke ich, hat man dann später der Kriegsgeneration Unrecht getan, wenn man sie nur kritisiert hat. Ja, aber gleichzeitig natürlich ist es schon so, ich sage es jetzt ein bisschen spöttisch, was für ein Glück hatten die hatten einen Krieg und wir haben das alles wieder verpasst. Ich sage es jetzt ein bisschen sehr schon ein bisschen sarkastisch. Ja, also so.
Nein, das hat mich, aber was die persönliche Beziehung war, da war es, gab es Momente, die waren also eigentlich, darum habe ich auch eine wichtige Szene geschrieben, weil diese Momente wichtig waren, wie wir mal von Rom aus in seinem Wagen, nahm er mich mit und wir waren in Siena und wie er dort also plötzlich wie der Architekt und der Schriftsteller redete über Innenraum und Außenraum, über vollendete Bauten, nicht vollendete Bauten. Das waren ganz großartige Momente, also in der persönlichen Begegnung, die ich nicht missen möchte. Ja, kein Mensch würde je zweifeln an seiner großartigen Literatur. Und, aber das ja. Menschliche, und wir reden ja über die literarische Schweiz, ja. Man spürt, was Sie auch für sich entschieden haben, das geht ja durch die Generation. Es gibt in gewisser Weise eine Nachfolge von Dürrenmatt, es gibt ja. eine Nachfolge dann wiederum von Frisch. Einer, der auch ein Stück weit was abbekommt kritisch, ist ja Adolf Muschk, den Sie ja. Kritisieren wegen seiner permanenten, vielleicht ein bisschen selbstgefälligen Protestenhaltung, ja. wo immer es möglich ist, mit einem gewissen Opportunismus wird kritisiert. Ist das diese gleicherweise dieses Leiden an dieser Existenz in einer vielleicht zu wohlhabenden Schweiz, was von Frisch her ein bisschen ja. in unsere Generation hineinkommt? Ja. Aber also ich würde sagen, die Kritik an Muschke ist eine andere als an Frisch oder so. Mhm. Nicht, wo ich ja bei Frisch sagen würde, dann ist er hat doch einen ganz anderen Stellenwert. Also. Bei Muschke ist es eben eine Art des Protestierens, wo einfach das Protestierens praktisch zu einer Art von Attitüde wird, nicht? Wo ich dann sagen muss, nein, also so geht es nicht. Also wenn wir über unseren Antisemitismus, den weiß Gott, wir nicht also beschönigen wollen und vor allem nicht also negieren wollen, aber wenn er dann so literarisch wird, wie unsere KZs ausgesehen hätten mit Blumentöpfen oder so, oder wenn ich also sehe, dass er ganz entscheidende Sachen sagt, wir Deutschschweizer sollten mehr deutsche Kulturbürger werden, dann verstehe ich das überhaupt nicht, denn das ist eine Anbiederung an Deutschland. Ich habe nichts gegen deutschsprachige Kultur. Ich würde nur sagen, dass das Entscheidende für uns ist, dass Sprachkultur und nationale Kultur sich nicht decken. Aber das gilt ebenso sehr für den Bewohner der Bundesrepublik wie für die Österreicher. Und das ist für mich ein europäischer Ausgangspunkt und nicht eine Art von deutscher Kulturbürger. Also da eigentlich eine selbstbewusste Position, dass schweizerische Kultur genauso im deutschsprachigen Raum ihre Berechtigung hat und eingebracht werden genauso soll. Genauso, und das, was sich schon in der Sprachwissenschaft heute zeigt, dass man von Deutsch von einer pluralistischen Sprache redet. Also die hat verschiedene Zentren und so. Es ist typisch, dass man natürlich den gleichen Satz, den Welsche nicht sagen könnte, werdet mehr französisch Bürger, das hat er auch nicht gesagt. Das sind die Dinge, die mich dort stören. Also eine Art von Protestbereitschaft, bei der sehr oft der Wille des Protestierens auf Kosten der Sache geht, die man in Frage stellen müsste. Das ist was ganz, das ist bei Frisch, also nicht, da möchte ich einen großen und also große Zäsur beibringen. Kommen wir vielleicht noch zu ein paar Exoten. Jawohl, ja. Das Buch fasziniert ja auch, weil Sie wahre Entdeckungen noch präsentieren. Zum Beispiel habe ich nichts gewusst von einem Adrien Durel. Ja. Spannend ist es, wie Sie Friedrich Glauser auch einführen. Spannend auch Ludwig Hohl und zum Beispiel auch einen schönen Text über Konrad Farner. Das sind vielleicht so vier Extreme neben den Großen, die Sie hier schildern. Interessant, Ludwig Hohl erscheint für mich ziemlich fremd, wenn ich Ihren Text lese. Also es scheint mir, dass Sie dazu auch wenig Beziehung entwickelt haben. Es hat mich dort vor allem etwas beschäftigt, das ist sein bewusstes elitäres Verhalten. Das mag ich also gar nicht, weil es also Literatur bewegt. Was ich zeigen wollte, ist, dass wenn ich bin weiß Gott nicht für populistische Literatur oder für irgendwelche, ich weiß nicht, Anbiederungen im Literarischen, aber wenn ich also immer nur wesentlich bin, wenn es also immer nur gleich, es ist Hohl und Goethe, das sind das so, drunter eigentlich gibt es nicht so vieles. Also einen gewissen Dünkel gegenüber dem Normalen, im Grunde genommen, dem in Volk. Der Kultur, währenddem für mich Kultur etwas ist, kulturträchtig, geht es durch, das ist also anderes so nicht. Einiges ist eher elitär, anders. Lyrik ist immer für eine kleinere Gruppe als für ein Roman oder das Theater oder so, oder das Kabarett. Aber das hat mich an ihm enorm gestört. Und, von daher eine Gegenfigur zu Glauser, der völlig ganz krass Bezug nimmt zu den Schlechtestgestellten, auch gleich schildert, wie er sich wohlfühlte mit den Arbeitern. Ja, und aber das Spannende ist, also er hat dann Kriminalromane geschrieben, hat immer ein schlechtes Gewissen, weil er so eine miese
Gattung pflegt und so. Und davon träumte, endlich werde ich dann einen richtigen literarischen Roman schreiben. Der war gar nicht notwendig. Seine Kriminalromane sind, wenn ich die 30er Jahre kennenlernen will in dem Land, geben sie einen Einblick in dieses Land wie kein anderer Autor. Nämlich nicht nur die Randfiguren. Wie der Studer. Schon alles das, ja, das sind tolle. Und das sind, das ist das Gegenteil, weil dort kommt, wird von einer, kommt eine Gesellschaft zu ihrem Bild. Nun gut, dann Holes ist ein, man sagt, es ist ein Dichter für Dichter. Weiß also nicht. Sie, es gibt eine scharfe Kritik eigentlich, dass Sie sagen, in der Substanz sind es sehr oft Texte, die sich wiederholen. Sie werden ja in mehrfacher Weise überarbeitet in den Notizbüchern und über Jahre teilweise ohne große Änderung wieder aufbereitet. Was ist das? War das ein Perfektionist im sprachlichen Sinn? Der hat sich, es gibt ja diese tollen Bilder, wo er in seinem Keller die Manuskripte an einer Wäscheleine aufgehängt hatte. War er ein Arbeiter am Wort? Das war er natürlich. Also er hat sehr für die Sprache sich eingesetzt, für die Hochsprache oder für das Hochdeutsche, wie wir so schön sagen. Aber dann gibt es Bemerkungen, also über die Mundart. Das ist, ich bin jemand, der für einen Deutschschweizer, also für uns Deutsch, also die These vertritt, dass wir zweisprachig sind innerhalb der eigenen Sprache. Also für mich ist Mundart und Hochdeutsch gleichwertig nebeneinander, je nach Situation und wo ich was anwende. Aber diese Verurteilung, also der Mundart, das ist also, es ist auch nicht so, dass, weil einer Mundart schreibt, der auch schon echte Sachen dichtet, der kann genauso kitschig sein wie auf Hochdeutsch. Es ist die Qualität des Autors, die entscheidend ist. Und da gibt es einfach Dinge, die ich nicht, oder auch was er über die Frauen zum Teil sagt, also wie er sich, also, es gibt abstruse Formulierungen. Abstruse Formulierungen, wo man tatsächlich, ich kenne das Werk schlecht, aber ich muss ja sagen, um jetzt auf Frisch zu kommen, da gab es einen Moment, wo Frisch plötzlich mit mir, ich traf mich schon, weil er sagte, ja jetzt, das war ein Aufsatz, der zum Teil in der Neuen Zürcher Zeitung kam, etwas, also vor langer Zeit, da sagte er zu mir, ja, jetzt kann man Hohl wieder lassen. Also jetzt kann man Hohl wieder lesen. Alle wollten ihn entdeckt haben. In einem anderen, dass man Kontext, eben diese ganze Problematik bei ihm also eigentlich zeigt. Jetzt wollen wir noch ein bisschen auf die Methode kommen Ihres Buches. Ja. Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Ich habe den Eindruck, ein Stück weit, man könnte sagen, das ist der Anfang einer Autobiografie. Aber einer ganz bestimmten Autobiografie. Ich habe den Eindruck, es mischt sich das ganze Spektrum des schreiberischen Talents von Lötscher, von der Analyse über die narrative Schreibe, die Gosserie, die nachbarschaftliche Gerüchteküche, dann auch die ganz spitzige Kritik. Eine wunderbare, breite Dimension des Aufarbeitens von Stoffen. Ist das der Anfang einer Autobiografie? Ja, jetzt fühle ich mich fast ertappt, weil sehr auf etwas zu sprechen kommen, wo ich Ja sagen muss, das jetzt im gedehnten Ja. Da habe ich mir schon gedacht, soll ich jetzt wieder noch einen zweiten Chatroom? Ich höre mit einem Chatroom auf und so nicht. Aber es hat schon etwas, was ich dran bin. Also ich bin ja trotz meinem Jahrgang von einer gewissen Hartnäckigkeit, was das Produzieren betrifft und so, und habe einen Plan. Gut, das nächste werde ich, also möchte ich gerne Gedichte veröffentlichen, also das habe ich bisher noch nie gemacht. Aber was Sie an dieser Autobiografie, das wird, interessiert mich aber nicht im Sinn von, also biografische Autobiografie, dann geboren, gekannt, so und so und so, sondern eigentlich eine Autobiografie des Bewusstseins. Wie hat sich mein Bewusstsein in dieser Zeit geformt? Mhm. Und das darstellen. Und das gibt es bereits schon Anfänge. Ich erinnere mich noch genau, ich kam aus der Universität Porto zurück nach Zürich und hatte dort Poetikvorlesungen und kriegte ein Telefon. Da gab es noch die DDR aus Jena. Und ob ich nicht eine Poetikvorlesung halten wollte. Das war nicht semestermäßig, sondern nur einzelne, aber also zweistündige. Da sagte ich, ich habe ein Problem, jetzt habe ich gerade gehalten, es fällt mir im Moment wirklich nichts Neues ein. Und da sagte der, ja, wissen Sie, es könnte ja auch etwas Ideologisches, Kulturkritisches so sein. Und dann sagte ich, ja. Also was mich ja manchmal wundert ist, war eigentlich meine Zeit, meine Zeit. Sagt er zu mir, hervorragendes DDR-Thema. Sagte ich, wie bitte? DDR-Thema. Plötzlich hatte ich in meinem Zürcher kapitalistischen Stadt, also unter DDR, und da ging es um, wie steht man in seiner Zeit drin, wie nimmt man teil? Nicht hochmütig war es meine Zeit, im Sinne, ich hätte mir was Besseres gewünscht. Vielleicht lautet die Frage auch, wie habe ich mich überhaupt fähig erwiesen,
in dieser Bleiben Zeit wir ein bisschen ja. da, meine Zeit, meine ja, ja. Zeit. Peter Vollmatt schildert Sie als ja. einen Brückengänger, rätselt in seinem Buch «Die tintenblauen Eidgenossen» über die Reiselust von Hugo Lötscher zwischen Orinoco und Asien. Ja. Tatsächlich, wir reden hier über Heimat, wir reden ja. über die Schweiz, aber über das Globale auch, das Fremde. Sie haben jetzt davon geredet, der Weg eines Bewusstseins, wohin führt er? Wohin führt er bei Hugo Lötscher? In diesen großen Reisen zurück immer wieder in die Schweiz. Wo Sie wohnen, da ist es ja eigentlich sehr eng, eine wunderbare Altstadtwohnung, aber die immer gleiche, schöne Wohnung, wo Sie sich immer wieder zu Hause fühlen. Wo ist Ihr Herz? Wo schlägt Ihre Seele? Also wissen Sie, die Adresse hat ein gewisses Understatement. Das ist eine Parallelgasse zur Bahnhofstraße und dort hat es Banken und die sind nicht so eng. Also die sind sehr weltverbunden. Also so. Gut. Aber Vollmatt beschreibt ja toll ja. diese Selbstvergewisserung, ritualisierte und Gänge das, zum Café. Ja. Gut, das gehört dazu. Ich bin nie weg von Zürich oder sagen wir jetzt von Heimatort oder so. Ich bin in Zürich geboren. Gegangen, weil ich das wahre Leben woanders oder das Paradies woanders suchte, sondern ich muss es fast mathematisch sagen, nicht, es war nicht hinreichend, aber notwendig und das war was ganz anderes. Ich wäre auch, wenn ich sage, in Paris geboren wäre, oder sagen, ich wäre ein Amerikaner, würde ich sicher, wäre ich sicher auch weggegangen, weil, und jetzt zitiere ich Figuren von mir, der Immune, der einmal gefallen ist aus dem Roman, der einmal sagt, er hätte den Satz, ich bin auf die Welt gekommen, zu wörtlich genommen. Er ist eben in Zürich, an der Straße, in dem Quartier auf die Welt gekommen. Und dann möchte er wissen, auf was bin ich eigentlich gekommen? Und schaut sich nun diese Welt an, möchte wissen, wie sieht das aus? Und kommt der schöne der Satz von mir, wo er sagt, er wollte die Welt umarmen und stellte fest, dass die Arme zu kurz waren. Das ist also die Situation. Das heißt, unentwegt das eigene Bewusstsein ausweiten. Und wie ist es denn mit den diversen Rollen? Sie waren lange Journalist. Sie sind Autor, Essayist, Sie sind auch Lehrer, Sie haben ein Stück für die Bühne geschrieben. Ich höre, dass möglicherweise Lyrik auf uns ja. zukommt. In welchem Bereich dieses Wegs, der Spurensuche, dieses Bewusstseins siedeln Sie was an? Ist das etwas, was Sie bewusst jeweils entscheiden? Am Morgen bin ich der Journalist, am Nachmittag der Schriftsteller, auf Reisen bin ich der Reporter. Ja. Wie lebt sich die? Sie sind eigentlich ein angelsächsischer Freiter. Ja, also eben, also zum Beispiel, sagen wir mal, dieses Problem von Journalismus und Literatur hat mich nie als ein grundsätzliches Problem beschäftigt, eben weil die Angelsachsen, auch die Lateiner, also haben hier keine Dilemma damit, ja, absolut. Das ist mal keine Sache. Sondern das ist, hat eine Frage mit, wirklich mit Profession zu tun. Sagen wir mal, meine Reisen in Südamerika, die wären ohne den Journalismus in dem Sinn gar nicht möglich gewesen. Aber sehr vieles auf diesen Reisen hat sich literarisch niedergeschlagen. Sei es einem Roman, sei es einem Einzelbuch direkt oder so. Und nun kommt es eben, dahinter steht Lötscher, der Schreibende, ich sage es mit Absicht so, der als Material die Sprache zur Verfügung hat. Und nun diese Sprache setze ich dort ein, wo ich auf die verschiedensten Art und Weisen. Das ist für mich aber wenn ich mir vorstelle, der junge Lötscher als Volontär auf dem Du, ja. Hat er irgendwo den Entscheid gefällt, jetzt werde ich Schriftsteller, den Schritt will ich schaffen oder... War dieses Bewusstsein eines Schreibenden im globalen, umfassenden Sinn schon immer Ihr Lebensgefühl, so im Sog der Existenzialisten eigentlich, der französischen Intellektuellen? Viel früher. Ich wollte schon in der Volksschule Dichter werden. Dichter. Das wird man in dem Alter, wird man nicht Schriftsteller, wird man Dichter. Und da dichtete ich erste Verse, also furchtbares Zeug natürlich, das alles andere so. Und der Entscheid war da, und es gibt eben in meiner Biografie ein gewisser Irrtum, weil ich verhältnismäßig spät ein Buch veröffentlicht habe, ich war schon nach 30, hatte ich ein Buch veröffentlicht, hat man gesagt, Journalismus und dann Literatur. Ich hatte in dieser ganzen Zeit auch schon immer literarische Texte veröffentlicht, in Anthologien oder in literarischen Beilagen und so. Also Literatur zog sich schon immer durch. Nein, also und dann die Trennung zwischen Faction, Fiction, das war für Sie eigentlich immer ein spielerisches Element. Also Sie reden oft auch von der Metapher, der Interpretierbarkeit zwischen Begriff und Metapher, ja. also die Möglichkeit, die Dinge über die Sache selbst hinaus zu interpretieren. Ja, also das ist für meine Poetikvorlesung ist das sogar also eine ganz wichtige Vorstellung, also was ich auch der ich immer noch immer nachgehe.
Nicht, dass es gibt zwei Möglichkeiten, die Sprache zu benutzen. Das ist eben die Metapher, das ist das Bild, das Narrative oder eben das Begriffliche. Mhm. Und jetzt kommt weder das eine genügt mir, noch das andere genügt mich. Und dann gehe ich von einem zum anderen und hin und her. Nicht, weil ich ausprobieren will, was noch alles möglich wäre. Das spielt ein bisschen mit, könnte legitim sein. Aber es ist nicht das, sondern es ist wirklich das Ungenügen. Das ist das, aha, da kann ich das, aber es fehlt mir noch so. Jetzt gehe ich hier hin und schon das. Also es ist ein unentwegtes Arbeiten mit der Sprache und diese, die Prozessualität. Und darum kann ich zum Beispiel das machen. Ich kann zum Beispiel, das mache ich sehr oft bei Lesungen, ich wähle ein Thema, zum Beispiel die Schweiz oder das Verhältnis zu Südamerika oder irgendetwas. Und dann gehe ich auf ganz verschiedene Passagen in verschiedenen Büchern zurück, mit einem Zwischenkommentar und habe was Neues. Ich schreibe eigentlich ein Werk, das aus vielen Werken besteht, und die kann ich irgendwo sogar noch dann verschiedentlich noch kombinieren, obwohl mein Verleger natürlich lieber hat, wenn es klare Titel sind, denn die kommen in die Buchhandlungen und nicht das, was ich dann so noch dazu mache. Schon müssen wir zu einer letzten Frage kommen. Das letzte Kapitel ist ein Chatroom, also ein virtueller Talk eigentlich irgendwo im Weltall zwischen Schweizer Schriftstellern. Da tauchen sehr viele Figuren auf. Einen Satz vielleicht. Wird es ein nächstes Buch zu der aktuellen literarischen Schweiz geben? Sind Sie dran? Unsere jüngeren Kollegen Peter Stamm, Schertenleib, Martin Erdin, Nicole Müller, all diese auch zu würdigen? Oder ist das jetzt mal, was Sie vorlegen und irgendwann? Nein, nein, also ich könnte mir also eine Ergänzung vorstellen, also genauso wie ich meine Glossen zur Schweiz, also Waschkundenschlüssel, immer wieder, was ich zur Schweiz schrieb, hineingetan habe, nicht einen zweiten Band. Konkret habe ich diesen Sommer zum Beispiel, habe ich mich mit der Dichtung von C.F. Meyer befasst. Der gehörte eigentlich hinein, als das Ästhet, der fehlt mir eigentlich, also das könnte. Und habe jetzt ganz bewusst nachgeholt, junge Schweizer, also junge Autoren, Autoren zu lesen und so. Und da gibt es Sachen, wo ich ganz, mich gern dazu äußern würde, die ich auch zum Teil interessant finde und spannend finde. Also doch. Es wird was auf uns zukommen. Von weil mich die eigene Literatursituation enorm interessiert, aber nicht ausschließlich, sondern auch immer in Relation zu dem, was heute anderswo auch geschrieben wird. Hugo Lötscher, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Als Quotenmensch jetzt hier beim Fernsehen hätte ich noch gefragt, es kommt keine Frau prägnant vor im Chatroom, viele. Ja, ja. Eine Lor Wies, nur noch zwei Sätze oder eine Adelaide Duvanel oder vielleicht eine Regina Ullmann. Wenn ich ergänzen, das habe ich im Sinn, dann würde ich allerdings welche Autorinnen nehmen. Das wäre die Riva, das wäre die Corinna Bill. Das Erstaunliche ist, dass die Frauenliteratur in der welschen Literatur viel präsenter war als bei uns, also eine gewisse Zeit lang. Aber das schließt nicht aus, dass sich eine Ruth Schweigert eigentlich berücksichtigen müsste. Vielen Dank, Hugo Lötscher, für das Gespräch. Ich bedanke mich.